Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Falke macht noch keinen Captain. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit den Hero Nerds, eurem Marvel-Podcast zu aktuell The Falcon and the Winter Soldier. Mein Name ist Chris und mit mir dabei in der Mitte der Michael. Hallo. Hallihallo. Und ganz links Lea heute mit Bart. Hallo. Und irgendwie so einem Bass. Ja, das kommt man, wenn man in den Stimmbruch kommt. Ganz genau. Ja, schön, Jan. Wir kennen deine Stimme ja schon aus unseren, beziehungsweise Michaels und deiner Besprechung von Lower Decks. Und ich glaube, du warst doch bei der ein oder anderen MCU-Besprechung schon mal dabei. Also schön, dass du heute für Lea eingesprungen bist. Und ja, wir wollen heute über die Folgen 3 und 4 von The Falcon and the Winter Soldier reden. Schön, dass auch der Chat auf Twitch und auf YouTube wieder da ist. Hallo an euch alle. An der Stelle schon mal vielen Dank, dass ihr nicht Disney Plus, Netflix oder sonst irgendwas guckt, sondern mit uns auf YouTube bzw. Twitch abhängt. Bevor wir da aber wieder einsteigen, Michael, für alle, die es als Podcast hören, und ich habe letztens mal in unsere Hörerzahlen geguckt und wir haben wieder mal... Also der am stärksten steigende Channel ist aktuell die Hero Nerds auf Spotify. Da sind also eine Menge neue Leute dabei. Und für die, die jetzt im Moment aktuell das auf Spotify hören, übrigens bei Audible sind wir irgendwie, glaube ich, auch. Aber da habe ich uns, muss ich nochmal gucken. Für alle die, die also neu dabei sind, was können sie denn noch von uns hören? So, jetzt muss ich mich entstummen, weil im Hintergrund mal zwischenzeitlich da ein kleines Babygeschrei, Kindergeschrei da ist. Ich hoffe, das ist nicht allzu oft hier jetzt heute. Na gut, wo kann man uns hören? Wie immer nerdizismus.de, da findet ihr alle unsere Links, alle unsere Serien wie Walking Dead, wie Star Trek. Letzte Woche haben wir eine Folge zu Star Trek gemacht. Machen wir jeden zweiten Montag gerade einen Stream zu irgendwas anderem. Letztes Mal 90s und 80s Werbung. Alles nerdizismus.de, das ist eure Anlaufstelle. Stelle, da könnt ihr auch die ganzen Kontaktoptionen finden, denn wir wollen euer Feedback haben, wir wollen eure Meinung haben, schweigt nicht, klatscht uns alles vors Gesicht an info@nerdizismus.de, unsere WhatsApp-Adresse, die 01525 964 7709, oder ihr könnt auch gerne unseren Discord joinen, und zwar auf nerdizismus.de/Discord. Da wird immer fleißig diskutiert und da könnt ihr auch gerne mitreden. Ja, ganz genau. Und normalerweise machen wir an der Stelle ein bisschen eine Call-In-Show. Das wollen wir uns heute mal etwas klemmen. Wir sind dann nächsten Montag an der Stelle schon mal die Ankündigung wieder da. Und dann werden wir über Godzilla vs. Kong und Hereditary reden. Der eine Horrorfilm ist schon ein bisschen älter und der andere jetzt ganz, ganz neu. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben schon mal endlich mal wieder eine klassische Filmkritik, Michael. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Ich habe diese Woche noch einiges zu gucken vorher. Ja, da solltest du dich mal reinhauen. Übrigens an der Stelle auch nochmal ein Hinweis an unseren treuen Zuschauer Limek. Steter Tropfen höhlt den Stein. Und ja, wir haben jetzt das Forever Nerd Girl und ich angefangen mit For All Mankind. Kann man gucken? Will ich noch nicht verraten. Machen wir einen eigenen Stream zu Anfang Mai, habe ich mir gedacht. Ja. Und okay. Ja, wo die Lea ist, ja, die Lea, die hat heute eine andere Verpflichtung. Die muss nämlich, ich glaube, live bequatschen, irgendwie Stars unter Palmen oder irgendwie sowas. Ja, da ist ja das Trash-TV geht wieder los. Und schon haben wir alle Zuschauer verloren. Und nein, und während ich im Grunde genommen dieses Jahr bisher auf Entzug bin, weil ja kein Dschungelcamp kam, also dieser Abklatsch,
diese komische Show da, die war ja total, also es ist lächerlich, es ist eigentlich jetzt komisch im Dschungelcamp-Zusammenhang von diese Show war total albern zu reden, weil natürlich die ganze Show komplett albern ist, aber das war einfach eines Dschungelcamps nicht würdig und so habe ich es dann nach der dritten Folge oder so nicht mehr geguckt. Ja, also du hast drei Folgen geschafft? Ich habe drei Folgen geschafft, ja, und als sie dann permanent die Regeln auch geändert haben, weil sie halt selber gemerkt haben, ich meine, ganz ehrlich, du hast dem Hartwig und der Zietlow angemerkt, dass sie den ganzen Scheiß jetzt 0,0 ernst nehmen, ja. Also in dem Sinne von, was machen wir hier eigentlich für Kack, das bringt doch sowieso nichts, ja. Und dann haben sie die Regeln alle naselang geändert und ja, das einzige Lustige war irgendwie der Fußbräuch und diese komische, die eine, wer war denn das, die völlig abgewrackte Tante, die hatte ja zumindest noch so einen Halbwegscharme, wie sie dann völlig ausgeflippt ist wegen den Kippen und so, aber ja, es war nicht das Gleiche. Es macht keinen Spaß. Also Lea ist heute abkommandiert fürs Trash-TV, ist dann vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei. Eine Folge haben wir ja nur noch. Wir sind jetzt in der vorletzten Folge für The Falcon and the Winter Soldier. Dann ist ein bisschen Pause hier bei den Hero Nerds und dann geht es dann weiter mit Loki. So, genug des Vorgeplängels, Michael. Ich habe gehört, du hast was mitgebracht. Ja, du wirst dich freuen über meinen Recap. Ach, warum? Ja, ich habe da was drin, was du eben schon erwähnt hast. Aber egal. Ich fange einfach mal an. Episode 3, Power Broker. Wir starten mit einem Werbeblock. Früher war alles besser. Immer. Deshalb gibt es jetzt das GRC, das Global Repatriation Council, auch der Weltrückführungsrat genannt, jedenfalls sagen mir das meine deutschen Untertitel. Der will nur dein Bestes. Wieder einsetzen, wiederherstellen, wieder aufbauen. Und was könnte patriotischer sein als ein neuer Cap? Der verliert nämlich so langsam die Geduld. Alle Spuren führen ins Nichts. Nicht mal die Terroristen halten sich mehr an Regeln heute. Die von früher hatten wenigstens noch Respekt vor dem Schild. Vielleicht haben Sam und Bucky ja mehr Glück. Die machen ihre Drohung des letzten Cliffhangers wahr und statten Magneto einen Besuch ab. Ich meine Zemo. Und weil die Story so langsam in Fahrt kommen muss, wird der auch gleich aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und nichts geht schief? Aha. Nun gut, irgendwie müssen wir das alles ja in 6 Folgen reinpassen. Für Comic-Fans ist sowieso wichtiger, dass Zemo endlich ein Baron sein darf. Inklusive Oldtimer und Privatjet und jeder Menge Swagger. Damit kann das fröhliche Globetrotting auch ohne staatliche Unterstützung weitergehen. Next Stop, Madripoor. Der fiktive Inselstaat im malaysischen Archipel ist eine Zuflucht für alle Bösewichte dieser Welt. Und hoffentlich nicht nur per Zufall stark mit den X-Men und Wolverine in den Comics verbunden. Okay, Mr. Feige. Wenn diese ganzen X-Men-Anspielungen nicht so langsam mal zum ersten Mutanten im MCU führen, werden wir Fans echt böse. Du spielst verdammt nochmal mit unseren Herzen. Zemo erfreut sich auf dem Flug nach Madripoor am fleißigen Name-Dropping. Ich frage mich wirklich, ob der ursprüngliche Plan für Red Skull im MCU nicht mittlerweile viel größer hätte sein können. Ich meine, er wurde jetzt bestimmt öfters erwähnt, als dass er überhaupt Screentime hatte. Was nicht ist, kann ja noch werden. Im B-Plot, der bis dahin wirklich schändlichst vernachlässigt wurde, passiert nicht viel. Kali und Co. bringen Flüchtlinge in Riga, die gestohlenen Impfdosen. Ja, und ob hier ein Subplot aufgrund der Pandemie rausgeschnitten wurde, wer weiß. Dürfte den Zuschauer wenig interessieren. Wir wissen einfach noch zu wenig über unsere Antagonisten. Da können wir auch nicht mitfühlen, wenn mal wieder ein Verbündeter von ihnen verstirbt. Im A-Plot spielt Team Falcon Soldier Dress Up und geht undercover in Nachtclubs tanzen. Inklusive Simo-Cut im Netz. Eine Stunde Daniel Brühl Dance Moves. Danke Marvel, danke Twitter, danke Internet. Fun Fact, der Herr Brühl spricht fließend Deutsch, Katalanisch, Spanisch, Englisch, Französisch und Italienisch. Deshalb darf er im Marvel-Universum auch gebrochenes Russisch sprechen. Ja, klar. Sonst hat die ganze Nachtclub-Geschichte eigentlich nur Easter Egg-Relevanz. Kleinstgangster Selby offenbart den nächsten verrückten Wissenschaftler und die Schnitzeljagd geht weiter.
Vorher fliegt noch die Tarnung unserer drei Musketiere auf. Stört aber auch nicht, denn wir erinnern uns an den Trailer und an die Poster. Peggy Carters Großnichte Sharon sollte ja auch noch auftauchen. Tut sie und rettet Tick, Trick und Track. Obwohl sie ziemlich angepisst ist, dass sie nach den Ereignissen von Civil War immer noch auf der Flucht sein muss. Gibt leider kein Dschungelcamp im MCU für D-Listen-Helden. Dafür darf sie hier das Convenient-Plot-Device sein und helfende Hand spielen. Dass sie mehr weiß, als sie zugibt, sollte jedem Zuschauer irgendwie klar sein. Sharon weiß, wo Dr. Nagel ist und es folgt ein weiterer Exposition-Dump. Unser lieber Nagel, ja Gott, dieser Name, erzählt uns, dass er für Hydra und dann die CIA nach dem Supersoldaten-Serum gesucht hat. Die hatten ein Testobjekt mit Serum im Blut parat und der liebe Doktor konnte die Formel replizieren. Ach, und modifizieren, sodass Marvel ab jetzt keine Umsummen mehr für Bodybuilding ihrer Superhelden ausgeben muss. Echt mal, den Bierbauch wegzubekommen ist doch die halbe Miete bei der ganzen Supersoldatengeschichte. Nach Thanos Snap und Hulks Blip wurde Dr. Frankenstein einfach vergessen. Außer vom mysteriösen Powerbroker, der seine Experimente weiterfinanzierte. Ja, ich bin gespannt gleich mal auf eure Theorien, wer hinter dem Powerbroker steckt. Böse Jungs treffen ein und Simo erinnert alle daran, dass er noch da ist. Er killt Dr. Nagel, Sharon killt jede Menge Redshirts und am Ende der Episode explodiert das Labor, während Team Falcon Soldier im Oldtimer DB gemacht hat. Obwohl die Episode endet mit noch ganz vielen kleinen Intermezzos. In Litauen kundschaften die Flag Smashers ein GRC-Depot aus und sprengen es anschließend in die Luft. Schließlich müssen sie irgendwann Böses tun, anstatt immer nur Robin Hood zu spielen. Wir brauchen ja einen Bösewicht. Evil Cap und Anhang verfolgen Sam und Buckys Spur nach Simos Gefängnisausbruch. Und Team Falcon Soldier fliegt weiter zum nächsten Brotkrumen nach Riga. Ach, und am Ende bekommt Bucky auch noch Besuch aus Wakanda. Cliffhanger. Episode 4. The Whole World is Watching. Die zweite Hälfte unseres 6-Stunden-Films startet. Wakanda in den letzten Tagen von Buckys Befreiung von seiner Gehirnwäsche. Falcon and the Winter Soldier ist die Show der zweiten und dritten MCU-Garde. Entsprechend treffen wir auch hier einen Charakter, der bisher eher im Hintergrund war. Eine wakandische Kriegerin namens Ayo, die Buckys Therapie begleitet hat und die jetzt vor Bucky in Riga steht und ihm ein Ultimatum stellt. Bis zum Ende der Episode, aka 8 Stunden Ingame-Zeit, händigst du mir Simo aus oder ich hole ihn mir selber. Erst eine Episode dabei und es fühlt sich irgendwie schon an, als wäre Simo schon die ganze Zeit dabei. Aber ja, natürlich ist Wakanda stocksauer, dass der Mörder des alten Königs auf freien Fuß ist. Der Gruppenzwang ist hoch in Episode 4. Buckys Freunde wollen Simo und Sams Freunde wollen Kali. Deren Fame-Status ist gerade von Attila Hildmann auf Osama Bin Laden gestiegen. Ein Bombenanschlag mit 3 Toten kann das schon mal machen. Der Großteil der ersten Hälfte der Folge geht damit dann drauf, dass Sam und Bucky Kali suchen und das bevor Evil Cap und Anhang sie finden. Denn Sam glaubt weiterhin an das Gute im Menschen, während John Walker einfach nur beweisen will, dass er toll als Cap ist. Zwischendurch hält Simo tiefenwirksame Monologe und besticht kleine Kinder mit Süßigkeiten. Oh, Sam bekommt seine Chance. Muss ja nicht alles Kindergarten sein. Das sieht John nicht ein und stürmt die Bude, bevor Sam sich seinen Stern als Chefdiplomat sichern kann. Eine Verfolgungsjagd später darf Simo wieder eine Waffe zücken, Kali eine Wunde davontragen und John im Besitz der letzten Ampulle Supersoldatenserum sein. Chekhovs Waffe ist endlich im Besitz des wahren Endgegners dieser Serie, vermute ich zumindest. Es ist trotzdem eine Tragödie, dass wir erst jetzt mehr über Kali und die Flag Smashers erfahren. Bisher waren sie uns egal. Und ab dem Ende dieser Episode werden sie wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielen. Schade. Der ohnehin schon dünne Plan mit dem Serum ist jedenfalls für die Flag Smashers dahin. Zeit für Plan B. Evil Cap soll dran glauben, damit die Welt sieht, wie Evil Cap ist. Ja, irgendwie so.
TikTok, Simos Zeit ist abgelaufen. Während Sam und Bucky ein frustriertes John Walker-Kind beruhigen wollen, platzt die Dora Milliel, ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, in die fröhliche Runde. Ayo will Simo, aber Simo will nur chillen. Es wird gekämpft und Simo entkommt. Wenn diese Episode eins kann, dann ist es Action. Flache Story, schöne Kämpfe, kann ich manchmal mitleben. Ein paar Dialogszenen später lockt Carly Team Falcon Soldier in die Falle, um Evil Cap alleine auszuschalten. Jetzt wissen wir auch, warum Sams Schwester damals so prominent eingeführt wurde, aber später fast vergessen. Plot Convenience. Nun ja, der finale Kampf entbrennt. Sam darf endlich wieder Flügel tragen. John Walker darf endlich Super Serum trinken und der schwarze Sidekick darf endlich ins Gras beißen. Keine Zeit drüber nachzudenken, denn Evil Cap wird richtig evil. Mit seinen neuen Superkräften ausgestattet wird der Flag Smasher Kopf gesmashed. Im Livestream auf Facebook und Instagram. Schnitt zum Money Shot der Episode. John Walker im Cap Outfit mit Steves blutigem Schild im Arm. The End. Tja, das war viel. Ja, in der Tat, das war viel. Wenn dir Wakanda Bene Gesserit nicht zusagen, dann probier's doch mit Kovat Milat. Das brauchst du dann einfach nur einmal lernen und dann kannst du einfach das nehmen. Ja, also ja. Von daher, was ist das bitteschön für ein Ding mit kloppenden Frauen-Ninja-Kloster-Mönchs-Nonnen-Orden? Dass jetzt jedes Franchise sowas braucht. Aber Moment, ich meine, Star Trek hat es dann nachgemacht, ne? Marvel ja, ist ja wurscht, es ist trotzdem da. Überall, ja. Also, ja. Wobei die Dora Milaje oder wie auch immer, ja auch schon, finde ich, als Armee in Black Panther schon sehr beeindruckend waren. Und das halt schon so ein bisschen bricht mit allem anderen, ne? Also da so eine reine Amazonenarmee. Völlig overpowered, ganz ehrlich. Ja, sowieso. Also kam jetzt auch da raus, diese Szene so gesehen, hab mir gedacht, wo ich sonst ehrlich gesagt bei so einem Girlfight, wie zum Beispiel bei Infinity War oder bei Mandalorian in der letzten Folge durchaus immer sage, yeah, fand ich das irgendwie so in your face, ne? Zwei Frauen prügeln auf vier Männer ein, wovon drei Supersoldaten sind und gewinnen auch noch. Moment. Wir haben zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht das Serum getrunken. Gibt nur einen Supersoldaten. Wieso? Steve Walker ist ein Supersoldat. Natürlich. Nein, in der Szene noch nicht. Er nimmt dann später zwei. Natürlich hat er schon ein Superserum. Er kriegt nur jetzt noch ein doppeltes. Ja, sicher. Nein, das ist ja gerade der ganze Twist der John Walker-Geschichte. Ich meine, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass er eventuell schon Kräfte hat. Hat er aber noch nicht. Natürlich hat er schon Kräfte. Nein. Er hat sie jetzt verdoppelt. Abstimmung. Wer hat John Walker schon Kräfte? Wo wird jemals gesagt, dass der kein Supersoldat ist? So wie der auf den LKWs rumhüpft, so wie der das Schild wirft, so wie der das Schild fängt, durch Türen bricht. Natürlich hat er schon Superkräfte. Mhm. Hallo? Nee. Hat er nicht. Und das wird auch in-game erklärt, in dem Sinne, dass er keine Superkräfte hat. Es wird in dem ersten Bericht zu ihm erklärt, dass er einen besonderen Körperbau hat und alles wirklich gute physische Kräfte und alles sowas, aber keine Superkräfte. Und das ist ja der Twist an seiner ganzen Geschichte. Und dadurch hat er ja auch mit Battlestar den Dialog, wo er sagt, wünschst du dir nicht manchmal auch, dass du Kräfte hättest? Würdest du das Serum nehmen, wenn du könntest? Weil die beides noch nicht genommen haben. Aber dann muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn das so ist, dann ist das aber, also hätte ich das früher gemerkt, sei das doch völlig großer Kappes. Also ganz ehrlich, muss ich jetzt im Nachhinein dann gerade nochmal sagen, dass das völlig großer Kappes ist, weil es auch gar keinen Sinn macht irgendwie, weil er dann völlig overpowered ist, auch als normaler Mensch, ja. So wie der durch Türen rennt und auf den LKWs rumgesprungen ist und von diesem und jenen, das war mir ganz ehrlich nicht klar, weil ich hatte das so interpretiert,
er haut sich dann die zweite Dosis rein und hat mich an den Satz erinnert, aus dem ersten Captain America kam, wo dieser hier, der eine Wissenschaftler sagt, dass halt dieses Serum das Gute verstärkt und das Böse halt auch verstärkt und sie deswegen halt so eine Lusche wie Steve Rogers genommen haben, weil der ist halt so grundgut und da kann halt nichts passieren. Deswegen war in meiner Wahrnehmung ehrlich gesagt so, dass er jetzt halt durch diese zweite Dosis noch böser wird, als er eh schon ist. Oder ich sag mal, der Wahnsinn dann völlig Bahn bricht und er halt dann am Ende den einen Terroristen dann mit dem Schild erschlägt. Gut, Er war ja in dem Sinne nicht böse. Natürlich haben sie ihn als sehr ambivalent dargestellt. Und wie wir in dieser Episode erfahren haben, hat er ja auch in Afghanistan scheinbar ein paar böse Dinge gemacht, die da waren. Aber er hat ja immer versucht, noch der Posterboy, das Posterchild für alle zu sein. Er ist im Prinzip ja einfach nur das gewesen, was Steve im ersten Captain America am Anfang war. Er ist auf Promotour gegangen und hat dann Sachen groß machen können. Und dann haben die ihm wahrscheinlich zugetraut, dass er ähnlich wie Steve Rogers auch mal als normaler Mensch so handeln kann, der keine Superkräfte hat. Aber ich stimme dir absolut zu, dass es gar keinen Sinn macht, ihm die Kontrolle über solche Superheldenfights zu geben, wenn er keine Superkräfte hat und ihn da ohne irgendwelches großes Backup reinzuschmeißen. Ob es jetzt an ihm selber lag oder ob jetzt die US-Regierung da Mist gebaut hat, nur weil sie ihren normalen Supersoldaten hatten, weiß ich nicht. Aber Fakt ist einfach, das Serum hat er in dem Sinne dann erst genommen, weil er ja auch quasi wie mit dem Ring in Herr der Ringe damit angeteast wurde, nimmt er jetzt die Macht an oder nimmt er jetzt nicht die Macht an? Und wie du schon gesagt hast, Dr. Erskine im ersten Captain America hat ja schon gesagt, das Serum potenziert alle Eigenschaften, die sowieso in diesem schon drin sind. Und wenn da jemand hinkommt und du dem das Serum einen Typen mit PTSD gibst, was der ganz, ganz offensichtlich in jener Art und Weise hast, dann kann es ja nur so schief gehen, wie es gerade schief gegangen ist. Jan, möchtest du auch noch was sagen? Ja. Also mit einem Super-Nerd komme ich sehr gut klar. Bei zwei, ich will euch nicht unterbrechen. Aber normalerweise geht es mir ja so, wenn Lea und Michael über die Comics abnerden, nicht dann so drin sind, so, ja, alles klar. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich mag, also wenn man das jetzt mal so auf die gesamte Serie überträgt, ist halt genau dieses Walker-Problem oder diese Walker-Geschichte so ein bisschen das Problem der gesamten Serie, weil da sehr viel also man versucht halt irgendwie sehr viele kleine Twists da so mit einzubauen, wie jetzt halt dieses, er nimmt das Super-Soldaten-Serum und macht vorher einen auf ich bin der neue Cap, aber ohne Kräfte. Und wie du halt schon gesagt hast, Chris, ne, am Anfang hat man immer noch das Gefühl, er hat diese Kräfte, hat er aber nicht. Also irgendwie läuft da so viel im Hintergrund, es wird mit so vielen Sachen gespielt, dass da einfach, das ist alles ein bisschen over the top. Im Vergleich zu WandaVision, wo das sehr gezielt alles eingesetzt wurde. Mhm. Ist halt das, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich mag die Serie trotzdem, aber ja, ich find's schwierig, weil ja, es ist halt an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Fanservice. Weil man das ja aus den Comics kennt, weil das ja so diese typische Geschichte ist, ne, der neue Cap, der dann irgendwann böse wird, aber es ist ein bisschen zu offensichtlich alles. Alleine schon, dass der Drei-Tage-Bart wächst. Ja, das hatte ich mir auch notiert. Character bekommt Drei-Tage-Bart gleich böse, ja. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Star Trek im Mirror Universe, wo dann auch alle früher einfach einen Bart gekriegt haben, ja, oder in Superman 3 kriegt er ja auch einen Drei-Tage-Bart und sonst irgendwas, ja, okay. Also da ist natürlich, also was dieser Serie völlig abgeht, ist natürlich jegliche Subtilität, ja. Das ist halt alles so zack. Und trotzdem ist mir das jetzt mit dem John Walker völlig durchgegangen. Ich war die ganze Zeit der Meinung, Forever Nerd Girl übrigens auch, der hat schon eine Dosis und jagt sich jetzt halt noch eine zweite rein. Okay. Ändert alles. Scheiß Serie, gucke ich nicht mehr. Nee. Ich muss ja sagen, die erste Folge, also ich war ja damals in unserer letzten Episode über das Thema, war ich noch optimistischer, was Falcon and the Winter Soldier angeht. Mittlerweile
ist es mir auch zu sehr Standardkost, ohne große Überraschungen. Gerade so diese dritte Episode, wenn jetzt nicht das Thema Semo und dieser 1-Stunden-Dance-Cut im Internet gewesen wäre, der da irgendwie Bass erzeugt hat. Die Episode war für mich ein bisschen überflüssig, weil es im Prinzip gab es ein paar Exposition-Dumps, die man damit reinbekommen hat. Madripoor wurde einmal als kleines Easter Egg mit reingehauen. Wir haben Sharon Carter gesehen. Aber diese Episode hat einen nicht vorangebracht. Kein bisschen. Das ist halt irgendwie, es ist nicht aus sich selbst entstanden, sondern es ist, als ob die eine Checkliste abhaken wollten. Und dann sind die irgendwann endlich bei den Flexmashers angekommen. Ja, ich glaube aber auch, diese Madripoor-Episode ist halt auch so ein bisschen also im Großen und Ganzen wie der Rest der Serie, aber da nochmal so ein bisschen potenziert. Es wird halt alles, wie du schon sagst, so an der Liste, also man hangelt sich so lang. Die werden halt nach diesem Auftritt im Nachtclub, werden die verfolgt und die hauen die Leute da von den Motorrädern und auf einmal ist niemand mehr da. Also innerhalb von einer Sekunde weiß keiner, wo die drei sind, obwohl es da irgendwie vorher den riesen Aufruf gab, Kopfgeld. Ja, und vor allem, wenn ich diese Kopfgeld-Szene vergleiche mit John Wick zum Beispiel, ja, wo es ja auch so eine Szene gibt am Ende von Teil 3, glaube ich, ne, wo er ja dann von zur allgemeinen Jagd ausgeschrieben wird oder in der Mitte von Teil 3 oder wo das war, da hat das halt eben entsprechende Schwere und so weiter. Hier habe ich auch so das Gefühl gehabt, ja, okay, jetzt kriegen die halt alle, aber halt auch nur ein paar in dieser Cyberpunk-mäßigen Stadt ihre Nachricht, ja. Und wie du schon sagst, da war das irgendwie dann rum, ja. Ich glaube einfach, dass dieses Platte, in Anführungszeichen, und das hatten wir in unserem letzten oder im ersten Podcast zu The Falcon and the Winter Soldier schon thematisiert, dass dadurch, dass diese Serie ja eigentlich vor WandaVision kommen sollte, man dem Zuschauer an der Stelle einfach jetzt nicht alles so krass zumuten wollte, wie man es dann letztendlich Corona-bedingt bei WandaVision machen musste. Deswegen ist das hier wahrscheinlich eher so ein, wir werden mal warm mit dem MCU-Serienuniversum und hallo, ihr kennt das alles und macht euch keine Sorgen, ist alles wie früher, bla bla und so weiter. Ich glaube, in dem Film würden wir das gar nicht so vorwerfen, aber das, ja, dadurch, dass wir hatten es im letzten Podcast gesagt, die Messlatte jetzt halt irgendwie so hoch liegt, ja, was alles angeht, springt der Falke gefühlt irgendwie nicht drüber. Er springt hoch genug für das, was er sein will, aber im direkten Vergleich hält er bei mir halt einfach nicht so stand. Ja, das ist einfach viel Füllermaterial, wo man sagen würde, das wären alles deleted Scenes in einem 2-Stunden-Film, so ungefähr, die es nicht braucht, um dieses Worldbuilding zu machen. Ich verstehe, was sie tun. Dieses typische Bond-Setting, dass die von Land zu Land springen und dann ein paar exotische Schauplätze haben. Aber es fehlt der organische Aufbau. Am Anfang, ich habe es ja im Recap schon gesagt, wir haben in der ersten Episode so ein schönes Worldbuilding mit Sams Schwester. Warum wurde die eingeführt? Die wurde jetzt nur als Mittel zum Zweck für die Terroristin so ein bisschen eingebaut. Hat man das Gefühl? Und sonst hat das überhaupt gar nichts gebracht. Ja, und für die eine Szene bei der Bank halt. Ne? Ja. Ja. Die Serie hält halt echt in den letzten oder jetzt in den letzten 2 Folgen nicht das, was am Anfang wirklich versprochen wurde. Ne? Also man, aber ich glaube, das ist halt auch, wie du schon sagst, Chris, schon sehr an diesem WandaVision World Building angelehnt. Ne? Ich glaube, wenn wir das andersrum geguckt hätten, wäre es ein bisschen anders gewesen. Ja, definitiv, weil dann würdest du sagen, ey, Fork war schon super, aber WandaVision, die setzt noch einen drauf. Ja. Und ja. So, ja, leidet ein bisschen drunter. Aber ja, das hat von Loki. Also. Ja, allerdings, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber gehen wir nochmal so ein bisschen zurück. Wir sind natürlich jetzt durch meinen kleinen Exkurs und mein Missverständnis da jetzt erstmal mehr oder weniger direkt in den Elefantenreihen gerauscht. Und ich will aber nochmal ganz kurz ein paar andere Sachen nochmal besprechen. Denn eigentlich haben wir ja in der Folge 3 ja eine Rückkehr gehabt von jemandem, den wahrscheinlich ganz wenige noch auf dem Zettel hatten. Denn plötzlich guckt da Sharon Carter um die Ecke. Nerds, wer ist nochmal Sharon Carter und warum, woher sollte ich sie kennen? Für alle, die irgendwie gedacht haben, muss ich sie kennen?
Ja, also letztendlich im MCU-Kontext ist das die ehemalige Nachbarin von Steve Rogers, die sich als S.H.I.E.L.D.-Agentin herausgestellt hat, die Großnichte von Peggy Carter, die natürlich der große Love Interest von Captain America war, ihre eigene Serie bekommen hat und die S.H.I.E.L.D.-Gründerin war, die hat im Winter Soldier so ein bisschen eine Nebenrolle, wie gesagt, als Love Interest für Steve eingenommen, war im Civil War dann eine extreme Nebenrolle, wo sie sich um Zemo kümmern sollte. Und dann hat man sie vergessen. Also sie war bisher total im Hintergrund, obwohl sie eine in den Comics doch recht bedeutende S.H.I.E.L.D.-Agentin sein soll. Es kommt jetzt hier vielleicht in den Filmen, ist es nicht so rübergekommen. Es ist ja auch die Frage, was man mit ihr noch macht, ne? Also wie sie jetzt noch aufgebaut wird in den letzten Folgen. Gibt da ja verschiedene Theorien Richtung Power Broker und ob sie vielleicht doch noch irgendwie für Nick Fury arbeitet oder, ne? Aber es ist halt auch die Frage, wie es dann mit ihr weitergeht, wenn es weitergeht. Vielleicht braucht man sie auch für die nächsten Filme, man weiß es nicht. Ja, also um Sharon Carter ranken sich ja dann doch einige Theorien. Vielleicht gehen wir die so mal zumindest einmal ganz kurz durch. Also, zum einen gibt's die Geschichte, dass sie mit Nick Fury zusammenarbeitet. Nick Fury müsste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also der ehemalige Leiter von S.H.I.E.L.D., der müsste jetzt ja bei den, ich kann den Namen nicht merken, die Skrulls. Skrull. Ja. Der müsste jetzt ja an Bord eines Skrull-Raumschiffs sein, damit wir ihn im nächsten Captain Marvel-Film wiedersehen, richtig? Richtig, ja. Okay. Also der ist zurzeit Outer Space. Für den könnte sie arbeiten. Das heißt, sie wäre immer noch eine S.H.I.E.L.D.-Agentin. Dann haben wir die Theorie, dass sie für den Power Broker arbeitet, a.k.a. der Power Broker ist. Und dann gibt es noch eine Theorie, die ich gelesen habe, dass sie, und die war extrem verschwurbelt, dass sie Mind Control von Hydra war schon immer und jetzt aber unter der Mind Control von Zemo steht. Und das kann man wohl angeblich zurückverfolgen bis in die Civil War Filme. Ich hab's nicht verstanden. Das war mir zu verschwurbelt. Okay. Habe ich noch nicht gehört. Ich hatte am Rande irgendwie mitbekommen, dass sie eventuell für Zemo arbeitet. Aber. Also, weil der Charakter in den Comics wohl unter einem Mind Control mal steht und dann Captain America erschießt mit so Zeitkapselpatronen. Da in den Comics, wie gesagt, sich herausstellt, dass sie eben unter dem Kommando von Hydra steht und so die Theorie, dass es halt eben so ist, dass Sharon Carter an allen, und das wurde dann auch belegt, wir können es ja dann mal verlinken in den Shownotes, an allen entscheidenden Punkten im Civil War und darüber hinaus bei Steve Rogers immer gesagt hat, ja, mach doch mal. Und hier ist deine Ausrüstung. Und übrigens, ich habe das hier auch. Und guck mal, hier geht's auch noch weiter. Ja? Und der immer brav ihr hinterher getapert ist. Okay. Ich werfe es mal so in den Raum, um einfach dann sagen zu können, ich habe es vorher schon gewusst. Aber das war, ehrlich gesagt, das war ein 10-Minuten-Video, was so verschwurbelt war, dass ich mir dachte, nee, also das mag ja passen, aber das ist halt einfach meiner Meinung nach eine völlig konstruiert. Okay, wenn ihr auch nicht drüber gestolpert seid, dann soll es mehr recht sein. Ja, also sagen wir mal so, die Theorie rund um Nick Fury könnte ja sein, was natürlich spannender in dem Fall wäre, wenn sie sich als Skrull entpuppt und wir dann irgendwie wieder in Secret War sind. Weil für mich bin ich über den Charakter im MCU-Kontext gestolpert, dass er einfach so drastisch anders war, als wir ihn bisher kennengelernt haben. Das war dieser extrem krasse Sprung von einer einigermaßen sympathischen Agentin, die ein unbeschriebenes Blatt war, aber dann doch als Love Interest für Steve agieren sollte, hin zum totalen Badass, der von der Welt enttäuscht wurde und dementsprechend total auf die schiefe Schiene gerät. Das war für mich ein zu deutlicher Sprung, der eher darauf hinweisen könnte, dass die vielleicht von einem Skrull ersetzt wurde. Aber das ist halt auch, also es würde halt dann passen, weil dann in Secret Invasion oder Secret War, ich weiß gar nicht, was davon passt, ich glaube, es ist Secret Invasion mit der Serie,
dann natürlich das nächste Ding wieder aufgebaut wird und man hinterher sagen kann, guck mal, an der Stelle haben wir schon wieder einen Ansetzungspunkt, um den Bogen zu schlagen. Ich glaube, wenn gehört sie noch zu Fury, weil, also wenn die jetzt kommen und aus ihr den Powerbroker machen, das ist zu offensichtlich. Und aber es würde zur Serie passen, halt so mit der Brechstange, ne? Ja. Dem Powerbroker können wir auch noch mal reden, weil ich habe ein paar interessante Theorien gehört, dass der Powerbroker bisher einer sein soll, den wir noch nicht kennengelernt haben, aber doch eine sehr wichtige Folge eine sehr wichtige Figur im Marvel-Universum und auch von wohl ein sehr bekannter Schauspieler sein soll. Der soll nicht weiter über die Serie hinaus engagiert worden sein, aber die Spekulationen. Die Spekulatios gehen dahin, dass wir jetzt nicht in WandaVision das große Cameo oder irgendwas Tolles bekommen haben, sondern jetzt hier was Nettes hinbekommen. Und gibt's da irgendwie Namen, die kolportiert werden? Nee. Das weiß aktuell keiner. Beziehungsweise mehr habe ich nicht darüber erfahren. Immer du mit deinem halbgaren Wissen hier schmeißt ja, mit Gerüchten um dich, ja, die du überhaupt nicht bestätigen kannst, ja. Nee, natürlich, deshalb sind es ja Gerüchte. Ich kann auch jetzt das Gerücht sagen, dass sich der Powerbroker als Armin Sola entpuppen soll. Was ich übrigens ehrlich gesagt für durchaus plausibel halte. Ja. Oder, dass es überhaupt keinen Powerbroker gibt, denn wenn an der Wand steht, Powerbroker is watching you, dann ist das natürlich ein eindeutiger Hinweis auf 1984 und Big Brother is watching you und Spoiler für 1984, wer das Buch nicht gelesen hat in der Schule, den Film nicht kennt, selber schuld, Big Brother gibt es gar nicht. Ja, ich glaube, die Armin Sola-Theorie, also wer ist Armin Sola? Der ist einer der großen Wissenschaftler beim Red Skull gewesen, den haben wir im First Avenger kennengelernt, der ist von, welcher Schauspieler ist nochmal, Tobi irgendwas hängt da ja hinter, der ganz bekanntes Gesicht, der ist im Winter Soldier wieder aufgetaucht, weil er wirklich an Bucky rumexperimentiert hat und im Winter Soldier plötzlich als KI in einem ultraalten Computer aufgetaucht ist. Ja. Und die Theorie ist, also angeblich ist er in der Luft gesprengt worden, in der Szene haben wir das gesehen, aber in den Comics gibt es wohl eine Variante von ihm, die in einem Roboterkörper rumläuft. Und das ist die dahingehende Theorie, dass dies jetzt in die Verbindung vom Winter Soldier wieder aufnehmen und dann Armin Sola als Powerbroker einsetzen. Ja, der war halt ans Internet angeschlossen und hat sich halt woanders runtergeladen, ganz ehrlich. Wenn du auf so eine abgefahrene Nummer gehst, dann ist die Erklärung völlig zweitrangig. Da kannst du irgendwas reinschmeißen, ja. Also. Der Vorteil bei ihm ist ja auch, dass er den Snap überlebt haben könnte, weil er ja nur eine KI ist, eine Maschine und kein Leben in dem Sinne. Zum Beispiel. Es gibt ja auch mit den Farbwelten da so eine Theorie, weil die SMS, die Kali bekommt, ist ja, ich glaube, auf einem grünen, oder nee, nicht, es geht nicht um die SMS, sondern als dieser Aufruf kommt für die Kopfgelder auf die drei in Madripoor, wird es auf so einem grün auf schwarz dargestellt. Und weil in dieser Szene, wo Sola im PC auftaucht, das auch wieder grün auf schwarz ist, dass man da irgendwie so ein bisschen den Bogen schlägt. Aber es wäre ganz schick, es wäre ein netter Sidekick irgendwie. Ich frage mich halt, wie damit dann halt weitergearbeitet wird oder ob es dann halt in der Serie zum Abschluss kommt im Finale. Im Chat wird auf zwei Sachen hingewiesen. Zum einen, dass Madripoor auch so ein bisschen eine Vorbereitung für die X-Men sein könnte. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Und vielleicht kann einer von euch was dazu sagen, schreibt der Devilek hier auf Twitch. Ich könnte mir echt dann eher Skrull vorstellen. Secret Invasion ist eins meiner liebsten Marvel-Events. Da sind ja richtig viele Helden ausgetauscht worden. Das kann ich mir im MCU besonders in einer Serie nicht vorstellen. Aber so ein B-Character würde vielleicht passen. Könnt ihr vielleicht was zu diesem Marvel-Event Secret Invasion sagen? Ja, also Marvel hat ja genauso wie DC
alle paar Jahre, mittlerweile jedes Jahr, so ein riesen Crossover-Event, wo die alle Figuren zusammenbringen und es ist im Sommer die große Reihe daraus mitbringen, wie die Avengers-Filme, die wir, was sie jetzt versucht haben, im MCU zu kopieren. Und eins dieser Events ist einfach Secret Invasion, wo sich, wie du gerade schon sagst, herausstellt, dass die Skrull einiges unterlaufen haben und dass viele von den, es waren, glaube ich, aber auch BRB-Listenhelden, sich als lange, jahrelang ausgetauschte Skrulls entpuppen und dass die eigentlichen Helden in irgendeinem Tiefschlaf gefangen gehalten werden. Und ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt hier schon so weit gehen, weil es ist eine Secret Invasion-Serie geplant. Ich glaube aber nicht, dass sie so weit hier jetzt schon vorausgreifen, höchstens in irgendeiner Endcredit-Szene. Das werden die für mich jetzt gerade nicht groß vermischen, auch wenn die Spekulation da natürlich sehr nett ist in der Richtung. Und warum könnte das Ganze jetzt ein Hinweis auf die X-Men sein, dass wir durch Madripoor gestapft sind? Madripoor ist ja auch ein sehr bekannter Ort im Comic-Universum, in dem Wolverine eine ganze Zeit lang mal unterwegs war. Ich hatte mir das noch durchgelesen, habe es jetzt aber auch schon wieder halb vergessen. Entweder hat er Madripoor, war als Boss auf Madripoor unterwegs oder irgendwas anderes war da. Aber jedenfalls hat es wohl sehr große Bedeutung im Comic-Universum und wird am meisten mittlerweile mit den X-Men und vor allem den Wolverine verbunden. Ja, du hast ja auch so ein paar Easter Eggs, wie die Princess Bar zum Beispiel. Ne? Also es ist wie du am Anfang schon gesagt hast, ne? Es gibt immer wieder diese Easter Eggs, diese kleinen Hinweise hier und da. Und ich hoffe mal, dass es wirklich demnächst mal einen etwas größeren Drop gibt, was das angeht, weil Da habe ich noch eine nette Info. Und zwar schmeißt Kevin Feige, der Marvel-Boss, wirklich immer mal wieder Sachen ins Skript rein, von denen die Autoren auch keine Ahnung haben, was er damit vorhat, aber wo er zumindest bei ein, zwei Easter Eggs in WandaVision schon gesagt hat, ja, das ist definitiv Vorbereitung für das ganze Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten Serien und Filmen immer mehr davon hören, bis irgendwann die große Erleuchtung kommt. Vielleicht hat der Power Broker ja wirklich auch so was mit dem Fantastic Four oder X-Men zu tun. Das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, zumindest bei den Fantastic Four gibt es keine Connection. Ja, also doch. Aber ich glaube, da gibt es nichts. Vielleicht nicht zum Power Broker, aber zu einem anderen Satz, den nämlich der Simo sagt, als sie durch Lettland klatschen, da erwähnt er nämlich das Nachbarland von Sokovia, das, wie natürlich der geneigte Nerd weiß, ja, das nette, verträumte Latveria ist. Und aus diesem kommt ja bekanntlich der Dr. Van Doom, welcher ja, wir wissen es, der grüne Goblin der Fantastischen Vier ist. Also über 50.000 Ecken kennt man sich, ist also praktisch. Ich meine, langsam kommt mir ehrlich gesagt das MCU vor wie so Xing, ja. Die sind auch mal angetreten mit dem Spruch, jeder kennt jeden über drei Ecken oder sowas, ja. Ja, also ich dachte auch am Anfang, ist im Laufe dieser Serie gekommen, dass es schon relativ viele Anknüpfungspunkte gibt und das MCU langsam wirklich auch mehr in diese Comic-Richtung geht. Ne? Man hat halt alleine auch durch WandaVision ganz viele und die ganzen Serien, die jetzt noch kommen, ganz viele Side-Events zu den Filmen. Alles ist irgendwie miteinander verknüpft. Sie müssen es jetzt halt irgendwie hinkriegen, dass man die Filme trotzdem versteht, auch wenn man die Serien nicht gesehen hat. Aber ich glaube, gerade jetzt in dem Fall kann man das durch Rückblenden vielleicht am Anfang oder eine kurze Erklärung relativ schnell wieder einfangen. Um den Durchschnittszuschauer nicht zu verwirren. Erklären ist ein gutes Stichwort. Könnt ihr mir mal bitte erklären, was eigentlich das eigentliche Ziel von Carly Morgenthau, a.k.a. Anna Ermakova, ist? Mir ist das irgendwie nicht klar. Was will die denn überhaupt? Also der Flag Smasher in den Comics, das ist ja quasi so ein bisschen das Äquivalent, ne? Der sagt, dass die Nationen, der Patriotismus am Ende zum Faschismus und damit zum Nazitum führen. Und das soll halt dadurch verhindert werden, dass
Grenzen gesprengt werden, etc. pp. Also die Flag Smashers wollen die Nationen zerstören. Was vielleicht, wie Sam auch sagt, im Grunde gar nicht so eine schlechte Idee ist. Aber die Art und Weise, wie sie es machen, ist halt scheiße. Ja, es ist genau so. Die Argumentation hier in dem ganzen Ding ist, dass während des Blips, wo alle weg waren, beziehungsweise zwischen dem Snap und dem Blip, es alles besser war. Wir hatten eigentlich das genau, was Thanos erreichen wollte. Wir hatten keine Überbevölkerung mehr, es gab Jobs und Platz für jeden. Die Welt hat sich vereint und so soll es auch wohl ziemlich im Marvel-Universum gewesen sein. Wie gesagt, Jobs für jeden, es gab nicht wirklich mehr Nationen, weil alle zusammenarbeiten mussten, um zu überleben. Und dementsprechend gab es ein neues Zeitalter des Reichtums, des Wohlstands, das in dem Moment, wo die blöden Flüchtlinge alle wiedergekommen sind. Ja, das war auch so ein bisschen dick aufgetragen. Ne? Ja, also. Genau. Aber wenn man das in dem Moment, wo die Hälfte des Universums wieder aufgetaucht ist, hatten wir natürlich wieder das alte Platzproblem. Andere Leute haben vielleicht sind in die Häuser schon eingezogen. Die Besitzrechte sind auf wen anders zugegangen und alle, die wiedergekommen sind, hatten plötzlich kein Zuhause mehr und hatten auch und alle, die vorher gelebt haben, mussten sich wieder daran gewöhnen, dass alte Machtstrukturen wie zum Beispiel Amerika und Institutionen wieder aufgebaut worden sind, wie dieses GRC ja auch in ihrem Werbeblock da so sagt. Also letztendlich die Idee, dass es kein Russland oder kein Amerika mehr gibt, hat sich jetzt damit wieder erledigt und alle wollen zum Patriotismus die Nationen zurückbringen und das wollen diese Flag Smashers halt nicht. Und das ist das typische Problem für alle Terroristen. Die wollen mit Gewalt das erreichen, was sie dann am Ende doch nicht hinbekommen und wundern sich, dass eine Bombe dazu führt, dass noch mehr Nationalismus und noch mehr Isolationismus eingeführt wird, anstatt dass plötzlich sich alle dem Willen der Terroristen beugen. Aber ich finde, wenn man das so ein bisschen auch als Grundlage nimmt, und das, wie gesagt, Sam äußert ja durchaus Verständnis für das Anliegen, so im Rückblick, alleine was ja auch schon in Endgame gesagt wurde, auf einmal sind die Flüsse wieder sauber und alles ist wieder total toll. Das sagt Steve Rogers ja am Anfang. Und so ein bisschen bekommt man schon so das Gefühl rückblickend, dass Thanos vielleicht auch gar nicht so falsch lag. Bei allem Negativen, was es da gab. Aber tatsächlich bekommt man, also so ging es mir zumindest jetzt auch gerade so in den Netzfolgen, so ein bisschen Sympathie. Der Misanthrop in mir sagt schon langem, dass das eine scheißen gute Idee war. Ja? Und ich stelle mir halt ehrlich gesagt auch nur diesen die Rückkehr etwas komisch vor von all den Menschen, die in einem Flugzeug waren zu dem Zeitpunkt, als sie verschwunden sind, dann wiederkommen. Ja, nicht schön. Nee. Also es, wenn du in so einer Einflugschneise gewohnst, so wie ich hier, ja. Aber ich meine, ich Arbeit nötig. Ich habe es auch schon in meinem Recap gesagt, das große Problem dieser Antagonisten bisher war, erstens kannten wir sie nicht, zweitens haben sie eigentlich nichts Böses gemacht, weil die wollten ja eigentlich nur alles gut für die Leute machen und die haben Medizin verteilt, die haben Impfstoffe verteilt, die haben Robin Hood gespielt und jetzt macht man sie nur dadurch böse, dass sie einfach irgendwen zerbomben. Vorher waren die Motive von denen ja gar nicht mal so schlecht im Gegensatz zu dem, was durch den Ultranationalismus, der jetzt zum Beispiel durch den neuen Cap visualisiert wird, alles wieder zunichte gemacht wird. Aber ich glaube, sie sind halt vor allem dafür da, halt John Walker aufzubauen als großen Bösewicht. Also ja. Ist natürlich, ich kenne den Flag Smasher, also die Figur aus den Comics nicht, aber also nicht so ne, über das, was man halt so ein bisschen liest im Kontext hinaus, aber ich glaube tatsächlich, dass er in den Comics natürlich auch dieses ehrvolle Ziel verfolgt, halt nur mit wenig ehrvollen Mitteln. Und der neue Cap wird halt jetzt wirklich, also ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht nach dieser Szene zum Schluss, ob er das Schild direkt abgibt, ob er mit dem Schild flieht und es dann in der letzten Episode einen großen Endkampf gibt und dann sich alles so fügt, wie es dann weitergeht. Gibt es denn auch schon eine
also woran, an welchen Film knüpft das Ganze an oder in welche Serie geht das Ganze über? Weiß man das schon? Naja, es gibt ja die Storystränge im Comic, wo ja Sam Wilson einfach den Schild übernimmt. Und soweit ich es gelesen habe, wenn es ähnlich wie im Comic ist, dann wird er sich den Schild nicht nehmen, sondern er wird den Schild überreicht bekommen, wahrscheinlich von der US-Regierung oder so, weil er hat ja schon gesagt, selber würde er nicht nehmen. Ob es am Ende dann Bucky ist, der ihm den wieder in die Hand gibt, oder ob alle ihn dann als neuen Captain America akzeptieren, ist die Frage. Ganz klar wird sein, dass ja John Walker wird am Ende verlieren, aber es wird noch spannend sein, wie er verliert. Ob sie ihn behalten oder ob sie ihn killen. Weil letztendlich ist das ja eigentlich schon ein recht interessanter Charakter, der als Bösewicht wie der Winter Soldier auch am Ende einen Wiedergutmachungs-Arc bekommen könnte, wo er wieder zum Guten wird und nicht nur beim Bösen wird. Also es ist jede Menge Potenzial in dieser Figur, die ich sehe, wo es schade wäre, ja, die nach dieser Serie komplett zu vergessen. PR-technisch ist der Mann ja durch. Ne? Ja, klar. Also ich will aber, bevor wir über den Cap reden, will ich noch ganz kurz noch eine Sache noch klären, die uns dann zum Cap bringt. Denn wir haben in Folge 3 ja noch den Wilfried Nagel, ja, der ja bekannt ist aus dem Comic Truth, und da experimentiert er damit Supersoldaten-Serum unter anderem an schwarzen GIs rum. So einer könnte ja dieser Jesaja sein, den wir aus der Folge 2 gesehen haben. Dieser Nagel wird ja dann von Simo erschossen. Und er ist jetzt der Letzte, der Superserum hat herstellen können. Das kann jetzt sonst keiner mehr, oder was? Es wurde ja lange, lange Zeit versucht, dass die Erskine-Formel nachzuarbeiten, und zumindest in Agents of S.H.I.E.L.D. war es ein großes Plot-Device, dass immer wieder Leute daran gescheitert sind, das Supersoldaten-Serum herzustellen. Und auch hier haben sie gesagt, Dr. Nagel, der ist der Erste, der es überhaupt irgendwie ansatzweise geschafft hat, das zu machen. Er war der Erste, der wirklich das Serum wiederherstellen konnte und sogar verbessert hat, dass Marvel Budget sparen konnte beim Training. Ja, und jetzt, ja. Hat man halt die eine Spritze, die man sich setzt, ne? Und muss nicht mehr in so ein komplettes Foltergerät eingespannt werden. Ja. Und dann macht also Cap ein auf Boromir und erliegt der Versuchung, haut sich die Spritze rein und goes nuts. Das ist, glaube ich, so. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ganz am Anfang, wo, wie gesagt, mir das nicht so ganz klar war. Aber unabhängig davon ist ja die Conclusio die gleiche. Er dreht im Grunde genommen dann durch und erschlägt lustigerweise den Terroristen, der vorher noch gesagt hat, dass er als Kind riesiger Captain America-Fan war. Also das wäre im Prinzip bei mir das Äquivalent, wie wenn ich von David Hasselhoff mit Knight Rider überfahren worden würde. Also von Kara dann in dem Fall, die eingefleischten Kenner werden es wissen, was ich meine. Und ich habe mir noch gedacht, wie doof ist der denn? Der wird doch jetzt nicht vor laufenden, also mitten auf dem Platz, wo jeder ein Handy hat, den erschlagen. Und siehe da, er tut es. Ja, ich konnte die Szene leider gar nicht so würdigen, weil ich mich immer noch ein bisschen aufgeregt habe über den Kampf davor. Und zwar habe ich mich deswegen aufgeregt, weil die prügeln sich mit Messern, allem drum und dran. Und dann stirbt einer und alle sind geschockt. Wie bei so einer Schulhofprügelei, ja, wo plötzlich dann doch einer schwer verletzt ist. Und ich habe mir gedacht so, hä? Wieso sind die jetzt alle so überrascht, dass da jetzt einer hops geht? Sie haben sich gerade bis aufs Messer im wahrsten Sinn des Wortes geprügelt und plötzlich stehen sie alle wie geschockt, dass da einer kommt. Und da habe ich mich nur so drüber aufgeregt, weil ich dachte, was für eine doofe Szene, dass die andere so irgendwie so ein bisschen unterging, ja. Ja, aber letztendlich, Kali und Co., ich weiß jetzt nicht, wie der andere hieß, die haben ja schon vorher darüber geredet, dass es schon ein ziemlicher Fehler war, diesen Bombenanschlag durchzuführen. Und dass es eigentlich auch durch ihr Gespräch mit Sam rausgekommen ist, ja, sie versteht, dass die Mittel einfach falsch sind, die sie einsetzt. Dementsprechend sollte ja wirklich nur der eine draufgehen, und das sollte medienwirksam Cap sein, John Walker, und nicht ein unschuldiger Dritter, was natürlich völlig schwachsinnig ist zu erwarten, dass nicht trotzdem irgendwie da Blut fließt. Ja, wobei der Sidekick natürlich, also es dafür halt auch wieder nötig ist, um diese
diese Entwicklung von John Walker irgendwie in Gang. Schon klar. Also, aber ich finde es auch ein bisschen platt. Also Michael sagt ja am Anfang, es ist halt dann natürlich, ne, der schwarze Sidekick stirbt, so klischee-mäßig. Was ich generell auch ein bisschen schade finde, weil er in den Comics ja schon eine größere Rolle hat und da ja auch zum Supersoldaten wird. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, weil die Kamera nämlich bevor sie auf die Verfolgungsjagd switcht, als er da aus dem Fenster auf diesen Van springt, nochmal zurückkommt und auf den Toten zoomt. Und ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht noch mal, dass er nochmal blinzelt oder sowas. Dass es irgendeine Regung gibt, dass sie sich das Serum geteilt haben oder irgendwas, dass da noch ein bisschen Leben drin ist, um die Story noch weiterzuführen. Aber nee, das ist das typische Klischee-Opfer, das vom besten Freund oder von irgendwem anders gebracht werden muss, um den vorherigen Helden über die Kante zu stoßen und ausrasten zu lassen. Ja, klar. Aber es wäre halt dann nochmal irgendwie ein coolerer Plot-Twist gewesen, wenn er am Ende doch nicht tot ist. Und er diese Tat begeht und am Ende kommt raus so... Also so Romy und Julia-mäßig. Ja, genau, alles halb so wild und das hättest du jetzt gar nicht machen brauchen und jetzt bist du halt am Arsch. Vor allem, weil Battlestar ja vorher auch so ein bisschen das gute Gewissen ist. Mhm. Ne? Und eben so ein bisschen reinredet und sagt so, ja, ey, lass den jetzt erstmal machen, dann sind unsere Chancen besser. Und das ist halt so ein bisschen das tragische Opfer, weil er es eigentlich nicht verdient hat. Ich frage mich die ganze Zeit auch immer noch, die haben John Walker als neuen Captain America eingesetzt. Warum? Wahrscheinlich, weil er physisch ein guter Kämpfer ist und weil er gut aussieht, weil er eine Ähnlichkeit zu dem hat. Die können doch keine umfangreichen psychologischen Tests mit dem gemacht haben, sonst müsste auch rausgekommen sein, dass der PTSD hat und eigentlich so ein bisschen Borderline bei allen Sachen ist, dass er keinen Führungsanspruch haben kann, wie ein Steve Rogers, auch wenn er seine drei Ehrenmedaillen hat. Das hat wahrscheinlich irgendein General oder irgendein Präsidenten in Amerika genügt, um zu sagen, oh, der wurde ja schon dreimal prämiert, den können wir bestimmt als Cap-Ersatz nehmen. Wie gesagt, deswegen war ich, also mir ist dieses Detail entgangen. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass der natürlich auch gepimpt ist, weil es sonst halt einfach überhaupt keinen Sinn macht. Also dann hätten wir auch mich nehmen können, ja. Also ich zwänge mich in so einen Bauchweggürtel rein, dann geht das schon, ja. Wobei das Frustlevel so ein bisschen erklärt, ne? Es ist halt so dieses, alle sind stärker als ich und ich will bei den Großen mitspielen. Und ja, das ist richtig, aber es macht halt keinen Sinn, einen Captain America ohne Superkräfte einzusetzen. Just makes no sense. Ja? Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Außer sie hätten halt dann eben irgendwie gesagt, okay, sie haben halt kein Serum mehr, weil alles bei diesem Nägel ist. Okay, gut, dann soll es so sein von mir aus. Ist das denn in den Comics nicht auch so, dass der neue Cap als normaler Soldat quasi anfängt und dann erst vom Power Broker die Kräfte bekommt? Kann sein, weiß ich gerade. Das wäre der Ablauf im Comic und von daher würden sie sich ja dann schon so ein bisschen an die Vorlage halten. Mhm. Ja. Es wird hier noch im Chat gesagt, dass Sam Carly in guter alter Sozialarbeiter-Manier ausdiskutieren wollte, fand ich erfrischend neu. So neu ist das eigentlich gar nicht, weil Sam sich an alle Ideale hält, die auch Steve vertreten hat. Und Steve hat auch erstmal mit allen immer nur geredet, bevor irgendwelche Fäuste geflogen sind. Ich fand es auch gut, dass Sam den Weg gegangen ist, aber für mich jetzt nicht unerwartet, weil er eigentlich das Ideal von Steve die ganze Zeit erfüllen wollte, aber seiner Meinung nach nicht würdig war. Also dieses typische Imposter-Syndrom hat er, unter dem er leidet. Wobei das in der Serie natürlich schon so ein bisschen schön an die alten Captain America-Filme anschließt, ne? Und halt in diesem Action-Kosmos dann schon wieder was Besondereres ist, als halt ja, einfach aufgehauen wird und explodieren Dinge und so weiter. Naja, ich bin aber auch so ein bisschen beim Power Broker, was ich eben nochmal sagen wollte, was mir so ein bisschen in den Sinn gekommen ist. Es ist so ein bisschen wie bei Agnes, so vom Prinzip her. Weil du dich die ganze Zeit natürlich fragst, wobei das halt bei WandaVision deutlich besser gemacht war. Auch mit den Anspielungen und dem Rätselraten. Von daher glaube ich, beim Power Broker
es wird versucht, das so ein bisschen mystisch aufzubauen. Ich glaube, am Ende ist es wirklich was sehr Simples. Und das ist halt leider aber auch das, um ganz zum Anfang wieder zurückzukommen, wirklich das Problem auch bei der ganzen Serie, dass das sehr mit der Brechstange gemacht wird. Ja, wir haben 4 Episoden hinter uns, also die ersten 2/3 des Films sind durch und jetzt können wir quasi ins Finale übergehen, wo es wahrscheinlich nur weiterhin Krachbrumm und sowas alles gibt, wie Chris es immer schön zitiert. Na, Bum Bum und Schießerei, Pfeil und Bum. Ja, ja, Bum und Schießerei, genau so war das hier. Also ich glaube, es gibt in den nächsten Episoden gibt es hoffentlich noch eine große Überraschung, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Wir brauchen irgendeinen großen Reveal, wie wir es schon beim Winter Soldier am Ende hatten und letztendlich auch so ein bisschen bei Civil War. Und dann gibt es die großen, fetten Action-Szenen, wo alle aufeinander krachen. Schön fände ich es jetzt, wenn sie so ein bisschen die aktuellen Ereignisse parallel laufen lassen und Amerika trotzdem hinter John Walker steht, weil er ja einfach nur die Welt verbessern will und ihn aller Trump-mäßig verteidigen. Ja, aber das ist jetzt nicht wie Trump, der auf der Fifth Avenue jemand erschießen könnte und damit durchkäme, was wahrscheinlich sogar tatsächlich stimmen würde. Mhm. Aber in dem Fall, nein, der ist durch. Also ich schätze mal, dass die nächste Szene ist, er schmeißt den Schild hin und rennt weg. Also der Walker macht mir auch keinen mutigen Eindruck. Also andersrum, ich glaube, dass er in dem Moment irgendwie, der hat zwar seine Medal of Honors und so weiter, aber am Ende des Tages ist er doch eine ziemlich feige Sau. Ja? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt wirklich das Schild wegschmeißt. Das Schild wird er nicht wegschmeißen, dass er jetzt schlicht und ergreifend abhaut. Ja? Dann hinterher und am Ende, die letzte Szene ist dann wahrscheinlich wieder Sam dann ganz feierlich vom CGI, Ronald Reagan, nee, CGI, nee, gibt ja keinen echten Präsidenten. Präsidenten sehen wir ja nie. Übrigens auch so ein Fakt, ne? Politik ist ja völlig raus. Also diese Helden hier unterliegen ja keinerlei Kontrolle mehr. Also auch Sam Wilson und Bucky Barnes müssen sich ja von niemand rechtfertigen. Sonst gab es ja wenigstens noch so irgendwie so Nick Fury oder sonst irgendwas. Die sind ja völlig von der Leine. Ja, weil die ja auch nicht mehr in dem, die sind ja auch nicht in dem Level unterwegs, wie so ein Tony Stark oder so ein Banner unterwegs sind, so ein Hulk. Die sind ja nicht dieses A-Listen, die nicht in der A-Listen-Liga. Deshalb müssen die sich auch nicht an das meiste halten. Das interessiert ja auch viele einfach nicht. Ja, aber sie sind halt dann auch nicht so wie das A-Team, die aber dann auch permanent den Leuten helfen und trotzdem noch auf der Flucht sind. Weißt du? Mhm. Die machen Selbstjustiz in Reinform. Ja? Also ich meine, welche offizielle Beauftragung haben Sam Wilson und Bucky Barnes? Keine. Nee. Sie haben keine. Ja, de facto nicht. Trotzdem hüpfen sie durch die Weltgeschichte, sprengen überall alles in die Luft, bringen die Leute um und müssen sich von niemandem rechtfertigen. Da kann man eigentlich, sag ich mal, da müsste man eigentlich zumindest fürs Team Walker sein, weil der hat wenigstens offiziellen Auftrag. Ja, und wie der Chat richtig schreibt, der Sam wird noch nicht mal bezahlt für den ganzen Scheiß. Das stimmt. Hier wird auch noch gesagt, ist der Powerbroker vielleicht der Mandarin? Würde ja dann, wie ja auch dann steht, der Bogen zu Chang'e geschlagen werden, eventuell, weil es gibt ja auch die Theorie, dass der Mandarin aus Iron Man wirklich nur so als erster Strohmann hergehalten hat, aber der eigentliche Mandarin weiterhin im Hintergrund die Fäden zieht. Haben sie ja auch durch diesen Kurzfilm von Iron Man 3 in dem Sinne bestätigt. Und ich glaube, die haben es in Interviews in den letzten Jahren immer mal wieder gesagt, dass der wahre Mandarin eigentlich noch die Fäden im Hintergrund zieht. Also wir haben ja diesen Ben Kingsley-Kurzfilm All Hail to the King in Iron Man 3 bekommen, wo er ja im Gefängnis unterwegs war und sich dann am Ende durch irgendeine Szene dann doch klar wurde, dass es die echten drei Ringe noch irgendwo geben muss. Mhm. Ja, Mai, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber das ist jetzt eigentlich nur noch so ein kleiner Kleinkram. Ich denke mal, wir können heute mal so einen ersten Bogen drüber spannen. Ich würde gerne dann in der nächsten Folge mal drüber reden, ob das nicht alles langsam ein bisschen too much wird. Jan, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, ob man da als unbedarfter Zuschauer eigentlich noch irgendwie mitkommt. Müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir noch 2 Folgen. Ich halte für mich so ein bisschen fest, im Gegensatz zu WandaVision reicht es mir auch völlig aus, wenn ich das irgendwann am Samstagmittag gucke. Ja,
Ist so, wohingegen bei WandaVision eigentlich nach Hause kommen, Fernseher an, Couch, zack, 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 und zwar in der Reihenfolge und vielleicht noch zwischendurch oder vorher noch was essen, habe ich jetzt Zeit. Wie geht's euch beim Gucken? Muss nicht unbedingt gleich am Freitag sein, oder? Schon so ein bisschen, weil sonst nichts kommt. bei WandaVision hatte ich genau wie du echt so dieses Ding, so boah, ich war so gehypt und war so heiß auf den Freitag, um die neue Folge zu sehen. Jetzt ist es so ein bisschen so, dass ich mich halt schon drauf freue und gespannt bin, gerade jetzt nach dieser Mega-Endscene, die ja wirklich sehr ikonisch gemacht war mit dem blutigen Schild. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es sowas in der Art vorher bei Captain America in irgendeiner Art und Weise schon gegeben hat, weil das Schild als Symbol halt so blutig darzustellen, das gerade auch auf Disney Plus, darf man ja auch nicht vergessen, dass so eine brutale Szene da irgendwie dargestellt wird. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber tatsächlich ist es bei mir immer so, auch die Frage, was gucke ich zuerst? Die neue Folge Solar Opportunities. Solar Opposites. Oder Solar Opposites. Egal. Es ist auf jeden Fall eine nette Unterhaltung. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf Loki, weil ich glaube, da wird dieser Hype wieder größer werden. Weil ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen mehr rumnörden und noch mehr Theorien spannen und Richtung Multiverse und so weiter. Das fehlt ja hier so ein bisschen komplett, die Zauberer. Und ja, wir haben einfach hier auch immer, also von daher. Wir haben ja auch einfach keine Mystery Box, das muss man ganz klar sagen. Wir haben vorher, in WandaVision war der große Treiber des ganzen Mystery Box, was passiert, was ist das große Geheimnis dahinter, was passiert hier wie, aber das haben wir ja jetzt hier einfach nicht. Übrigens, nur kurz zur Info für alle unsere Star Trek-Hörer, guckt mal in Solar Opposites rein, für alle, die es Lower Decks gut fanden, kann man auf Disney Plus sehen, weil wurde von dem gleichen Macher gemacht, der einerseits bei Rick and Morty dabei war, aber andererseits Lower Decks als Showrunner dahinter ist. Mike McMahon. Also die Serie ist tatsächlich ganz nett, kommt aber weder an das eine noch an das andere ran. Es fehlt halt so der Faktor Star Trek und auf der anderen Seite ist es halt nicht ganz so abgedreht wie Rick and Morty. So, und wer dann die perfekte Mischung haben will aus Outlander und Star Trek, der muss dann halt For All Mankind gucken, ja, ist von Ronald Moore, der war ja schon bei Star Trek ganz tief involviert, Forever Nerd Girl und ich gucken es gerade, Limmick hat uns darauf aufmerksam gemacht und auch dazu gibt es auf jeden Fall dann nochmal einen Cast. Ja, Freunde der Sonne, würde ich mal sagen, packen wir für heute mal unser kleines Nähkästchen zusammen. Jan, dir an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Einspringen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Twitch- bzw. YouTube-Kanal. Dort hört ihr nämlich praktisch unsere Folgen immer live in der Entstehung und müsst dann nicht erst warten, bis sie in eurem Podcatcher auftauchen. Solltet ihr das Ganze aber über euren Podcatcher hören, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Entweder, wenn ihr das über iTunes hört bei iOS, dann lasst doch mal ein paar Sterne da und schreibt uns was dazu. Da freuen wir uns natürlich jedes Mal. Und solltet ihr eine App wie Podcast Addict benutzen, auch dort könnt ihr uns bewerten und Sterne hinterlassen. Das freut nicht nur uns, sondern auch die entsprechenden Algorithmen, die unsere kleine Show dann weiter nach oben boosten. So, von daher also vielen Dank schon mal auch wieder an den Chat an der Stelle. Schön, dass ihr heute Abend wieder dabei wart. Nächsten Montag, wie gesagt, mal nach langer Zeit wieder Filmkritiken, auf jeden Fall mit Godzilla vs. Kong und Hereditary. Und vielleicht noch, Michael, wir können wahrscheinlich noch so ein kleines Recap machen, was wir sonst so geguckt haben. Man guckt ja viel zur Zeit. Ne? Und da können wir da auf der Stelle vielleicht noch ein paar Filmtipps von euch geben. Jan, an dich nochmal, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich dabei habe. Gerne, ja. Und zur zweiten Staffel Lower Decks bist du ja dann auch wieder dabei, ne? Selbstverständlich. Genau. So, in diesem Sinne, also, liebe Leute da draußen, machtet jort und schlaft schön. Macht noch einen schönen Arbeitstag, seid brav und anständig, vergesst die Bewertung nicht, empfehlt uns weiter und dann bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.